Ja, ist gut, Epic. So, dann gehe ich einmal ganz kurz auf Chatting. Ja, ich will jetzt nicht bewerten, danke. So. Es muss ja auch was Gutes haben. Das kann weg. Das kann hin. Jo. Kennt ihr das Prozedere? Ich muss jetzt erst einmal alles starten. Ja, Wiedersehen in Eosia, ich weiß. Ja, habt's heute aber mit dem Trinken. Aber danke, Luca. So. Achso, ich sollte vielleicht einmal rüber wechseln. Sonst sind wir nämlich immer noch auf Light. Dahin, dahin. Dann passt's. Okay. Bin ich auch. So. Ja, so sie werden. Wir haben es verkauft. Wir haben tatsächlich was verkauft. Unglaublich. Ging früher mal schneller. Meinste? Meinste? Ja. Scheib. Noch mehr. Und verkaufen. Gut, du kannst immer noch nur Felderkundung. Machst du das auch weiterhin? Vernehmung beauftragen. So, warte mal. Nein. Du bist Fischer, ne? Fischer der Stufe 18. Ist aber nichts Besseres für dich dabei. Nee, nicht wirklich. Da ist was. Okay.
Denn schnell. Wunderbar. Erstmal alles hier sortieren. So, Fischer ist mittlerweile auf 55. Mit Druide können wir wieder Hauptstory machen. Aber ich hatte ja gesagt, dass wir als erstes die Fischer-Quest heute machen. Zumindest ein bisschen weitermachen. Nicht viel. Ja. Sollte sie nicht eigentlich im Bett liegen? Rufiger. Okay. Glitzerfisch. Was war denn Glitzerfisch nochmal? Rattenschwanz und Durchfische. Rattenschwanz. Okay, ich muss aber erstmal nach Limsa. Ja. Nein, nein, falsche Richtung, alles falsche Richtung, da lang. Hilfe, da lacht irgendjemand etwas ganz komisch. Das sieht seltsam aus. So, Rattenschwanz war das, ne? Rattenschwanz, da. Wunderbar. Rattenschwanz und dann... Westliches. Okay. Ja. Muss ich auch noch alles durchquesten. Gibt es gerade? Nee, gibt es gerade nicht. Gleich mal ein bisschen drauf achten. Dass ich den Heilerbonus mitnehme. Wie viel haben wir noch? Nichts. Gut. Klaro. Jo, da vorne ist ein Nitrit. Nehmen wir direkt mit. Allererster Job, harmonisieren. Zweiter Job, gucken, wie ich das hinpacke. Achso, ja doch, das war ja richtig. Mit der Katze! Wie Sie sehen, sehen Sie aber nichts. Ich werde die aber heute nur schnell durchbauen, die Quests.
Und zwischendurch mal gucken. Ah, warte. Verstärkung. Heiler. Das nehme ich noch schnell mit. Mehr her mit dem Heilerbonus. Himmel. Okay, ich habe keine Nahrung, die das gezielt. Die weiterkommen. Feiner Denk. Langeweile, Langeweile, lange, lange, Langeweile, lange, lange, Langeweile. Jetzt muss ich aber einmal machen. Ich werde es nicht brauchen. Zieh. Ich mag den Tank. Ich mag den Tank. Fein machst du das. Wollte sogar nicht ein. Lauf, 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 lauf. Auflauf, auflauf, auflauf. Huch. Das war verklickt. Spannendes, was anderes. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, wo ich in Indies jetzt hätte reingehen können, ne? Nein. Komm hier rein. Lauf weiter. Lauf. Lauf. Da ist keiner nachgeguckt, was gemacht werden muss, ne? Dann teste ich mich mal durch. Komm, rein damit.
bin ich gespannt. Sehr gut. Genau, es geht einfach nur vor dem Schlüssel rum. Was soll er nebenbei noch alles tut? Weil es so langweilig ist. Ist jetzt aber 29, perfekt. Perfekt. Ja, am kleinen Piepsis. Eigentlich auch den einer. Minimaler Heizsauber, maximal Heli. Ja. Glowinis vielleicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Heiler heilen sollte und kein Damage machen sollte. Wobei es mir Spaß macht, als Weißmagier Schaden zu machen. Also ich finde, ich habe ja mit einem Weißmagier ja schon mal ein paar 90er, also ein paar 80er bis 90er gemacht. Was die Strecken zwischen den Bossen angeht, ja. Beim Boss selber, nein. Oder ich heile bei den aktuellen Dungeons noch zu schlecht. Also die aktuellen Dungeons kann ich gar nicht. Bis 80 gebe ich dir recht. Von 80 bis 90, Nee. Irgendwie einfach nein. Ich glaube, das kann ich einfach noch nicht heilen. Doch, da muss ich noch üben. Das kriege ich nicht hin. Wie gesagt, bis zu den 80ern gebe ich dir da recht. Es sei denn, die DDs kriegen es nicht hin. Wenn die DDs es nicht hinkriegen, dann hast du Arbeit. Dann hatte ich aber nur Truppen, die nicht gut waren. Das mit dem Vollheilen, das mache ich ja schon gar nicht mehr. Die nippeln mir einfach nur alle zu schnell ab. Also, wie gesagt, das ist das eine Mal. Ich war ja einmal alleine. Das eine Mal mit Kitty. Das zwischen den Boss-Dingern, das ging, wie gesagt. Beim Boss selber kannst du vergessen.
Kannst du vergessen. Das kriege ich nicht hin. So kann ich. Nee, kann ich noch nicht. Ich hatte. ja. Rattenschwanz, Rattenschwanz. Wie gesagt, Kitty musste sich recht wenig heilen, DDDs musste ich halt viel heilen. Anfangs, so die ersten paar Minuten, dachte ich, okay, ja, geht ja, passt ja. Die haben irgendwann so viel Schaden gefressen, ich wusste einfach gar nicht mehr, was ich als erstes drucken sollte. Also anfangs dachte ich noch so, okay, ja, kriege ich irgendwie hin und irgendwann verging es nicht mehr. Ich glaube, sie mussten dreimal den Boss machen. Viermal. Es kann auch sein, dass die DDs einfach scheiße waren. Kann auch sein. Weil da habe ich ja nicht so viel Zeit zu achten, ob die jetzt da drin stehen oder nicht. Oh. Es kann auch wirklich an den DDs gelegen haben. Möchte ich jetzt nicht ja das behaupten, aber es war schon haarig. Und das eigentlich bei zwei Innis. Ich glaube, das eine war der Turm von Babel. Den kriege ich ja eigentlich super hin. Und das andere war, glaube ich, der Turm von Zod. Zod, wie auch immer. Und der ging gar nicht. Da habe ich ja sogar alles verkackt. Habe ich schon einen Durchfisch? Ja, ich habe einen Durchfisch. Also die aktuellen Sachen muss ich echt noch üben. Die kriege ich noch nicht hin. Und bei den anderen Sachen kommt es halt auch drauf an, wie die DDs spielen. Gut, ich hatte aber auch schon schlechte Tanks. Am meisten Problem, aber das weißt du ja, das hatte ich dir ja schon mal erzählt, habe ich mit den Kriegern. Mit Kriegern habe ich ja ganz üble Erfahrung. Da weiß ich nicht, ob die das nicht spielen können. Ich kann dazu ja nicht sagen, weil wann habe ich mal Krieger gespielt? Gar nicht. Aber Krieger kriege ich gar nicht hin. Also, die nippeln so oft ab, so schnell kannst du gar nicht gucken. So, du denkst in einem Moment, ach ja, ne? Ja gut, den Tank passt du, den kriegst du hin, ne? Hochkalt und plötzlich kaum noch Leben und du denkst, hä? Geht das? Sollten die sich nicht bis zu einem gewissen Ding selbst heilen können, irgendwie? Durch diese Attacken, die wir da haben? Nee, irgendwie nichts. Also, wie gesagt, mit Kriegern habe ich ja ganz üble Erfahrungen. Da kann ich dir Geschichten erzählen, da fährt es, glaube ich, vom Glauben ab. Und dann ja die witzige Sache beim Gunbreaker, wenn sie da ihre Dinge ziehen. Ich weiß nicht, ob die meisten einfach so draufkommen. Bei meistens passiert das in Situationen, wo eigentlich nichts ist, wo es nicht sein müsste. Und dann plötzlich ein HP und du denkst dir, was? Warum? Warum tun die das? Warum? Gar kein Grund für. Also da weiß ich nicht, ob sie einfach nur so draufkommen, wäre aber dann halt ziemlich oft. Oder ob sie einfach nur ärgern wollen. Also das sind so meine beiden Favoriten, wo ich mir denke, ne, danke. Kein Bock drauf. Also Krieger muss ich so oft heilen. Bei dem einen Mal, das war doch sogar, glaube ich, im Stream. Da hast du dich, glaube ich, doch auch noch aufgeregt im Chat, was das für ein Krieger ist. Ist, glaube ich, aber auch schon länger her. Aber ich meine, wir hatten uns da einmal drüber aufgeregt. Du auch nur meinst, okay, da kann der nicht spielen. Ich meine, das war so. Also wie gesagt, Krieger habe ich ganz üble Erfahrung. Ganz, ganz üble. Und der D ist, ja, gut, hast du ja oft das mal für Deppen. Wie gewisse Personen. Die vor nicht allzu langer Zeit meinem Chat waren. Wenn du dich erinnerst, Hybrid. Viele ziehen es aber bei großen Mobgruppen. Wobei es. Bringt jetzt halt Sinn, das ist, weil du viel verlierst beim Parler.
Das gerne mal, weil du dem Heiler einfach ein bisschen Arbeit abnimmst. Ja gut, beim Parler habe ich das bisher noch gar nicht mitgekriegt. Beim Gunbreaker finde ich es einfach nur ätzend. Vor allem, das ist für mich als Heiler so ein richtiger Schockmoment, wo du denkst, okay, was ist jetzt passiert? Habe ich entweder nicht aufgepasst oder... Also, ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich dann Absicht ist, ob sie aus Versehen draufkommen oder ob sie der Meinung sind, es wäre zu knapp. Wo ich immer denke, alle sind vollgeheilt, warum zieht man das dann? Da habe ich auch ganz oft Spezialisten gehabt. Aber jetzt auch, da war ich, glaube ich, als DD drin. Ich meine als DD. Das war, glaube ich, gestern, da habe ich privat gespielt. Da hatte ich auch eine ganz tolle Truppe, die meinte, keine Mechaniken spielen zu müssen. Die den LB gezogen haben, zum Beispiel, als der Boss unverwundbar war. Das war irgendein. Oh, ich glaub, das war irgendeine Anfangs-Ini. Wie heißt der nochmal? Dieser komische Grabhügel da. Ach ja. Tamtara. Wenn diese Linien sind. Wenn du ja diese komischen Imps da töten musst oder die komischen Goblins oder was auch immer das da sind. Da meinte einer, so schlau sein zu müssen, das Ding zu ziehen, wo ich mich nur gefragt habe, was? Mit was? Wo der Tank auch öfters einfach stehen geblieben ist, seine Tankstance ausgemacht hat. Der Heiler war, glaube ich, der Einzige, der in Ordnung war. Hi. Der spricht ja einfach immer die ganze Zeit rum, ey. Erstmal, wenn ich hier reinlupe, bist du am Angeln. Ja, ist doch gut so. Angeln ist toll. Angeln macht Spaß. Thanos, lauf weg, wenn er alle sechs Initiesteine hat, gehen wir alle drauf. Was? Halbert, was? Oh, ich hab schon alle Fische. Oh mein Gott, ich hab schon alle Fische. Pala ist einfach der Beste. Du für 10 Sekunden nur Damage bekommst, aber halt auch kein Leben verlierst. Ja, gut. Das, ja, dieses geil. Aber wie gesagt, ich habe da schon so viele Sachen erlebt, jetzt auch in letzter Zeit, wo ich mir einfach nur gedacht habe, warum? Warum tut man sowas? Aber wie gesagt, Albert, wir hatten ja neulich das Vergnügen. Zwar nicht in-game, aber. Huch, das war dumm. Aber du weißt, was ich meine. Emotional Damage. Ungefähr solche Kameraden habe ich immer. Also nicht immer, aber zur Zeit recht häufig. Der Grund, weswegen ich kaum noch Indies mache zur Zeit. Weil ich gerade eher weniger Lust drauf habe. Und das nicht ingame, das ist das Beste. Off Hybrid! Nein, nicht so ein Vergnügen. Ach Mann. Oh, das legt er mir doch auch wieder falsch aus. Oh. Dann mach einen Wechselst. Nein, Masuna. Einfach nein. Glitzerfisch. 5 Stück. Chuchu und freuen. Ja, hier. Guck mal. No, er ist so süß. Glitzerhell. Wunderschön. Glitzerfisch. Chuchu gesehen auf Schiff. Scheint so, als wäre es der richtige Fisch gewesen. Seine Flossen sehen wirklich aus wie Flügel. Chuchurun haben Hunger. Chuchurun Glitzerfisch essen. Haha, ein typischer Quirkin. Ist ja gut, ich sag ja nichts mehr, Hybrid. Dann schweig ich halt. Sie essen für ihr Leben gern. Chuchurun ohne Kauen, alles schnell schlucken. Alles zusammen. Danke, junger Meister. Chuchurun glücklich.
Ist dann was unangerichtet. Ach so. Ja, dann ist es in Ordnung. Ja, dann hau raus. Dann hau raus, Herbert. Dann tu dir keinen Zwang an. Oh. Was denn, Masuna? Ist besser als Masuna aus, oder? Oder möchtest du das andere lieber haben? Haben wir jetzt ein Angebot. Ha, junger Meister. Der Kunde scheint zufrieden zu sein. Mehr können wir uns nicht wünschen. Du hast den Auftrag perfekt gemeistert. Oh Gott. Ich bereichere alles. Das stimmt. Chrissy hat mich schon vermisst. Ja, wir hatten dich auch vermisst. Wir hatten dich auch vermisst. Daria, komm später nochmal zu mir. Ich will dir gebührend dafür danken, dass du eingesprungen bist. Alle anderen Fischer waren zu beschäftigt, aber du hast sie sehr gut vertreten. Bin ich doch immer da. Ich lurk nur. Ja, das sehe ich doch nicht immer. Ich sehe das doch nur manchmal. Ich gucke doch nur manchmal in die Liste. Gollum oder Comment? Also ich wäre ja für Gollum. Wobei, ne? Den Counter hoch kriegen wir auch nicht schlecht. Ich möchte wissen, wie viel. Guck mal an der Gollum. Wobei, ich würde gerne wissen, wie viel Masuna bis Ende des Jahres hat. Ich nehme den Command. Oh. Du warst wirklich eine große Hilfe, Daria. Seefahrer sind oftmals lange auf See unterwegs und wir haben manchmal einfach niemanden, der uns direkt in der Gilde aushelfen kann. Abenteurer wie du sind durch ihre Flexibilität ein wahres Geschenk für uns. Ich würde dich jetzt schon sehr vermissen, wenn du nicht mehr hier wärst, obwohl ich dich noch gar nicht so lange kenne. Und dein Fang erst. Der kann sich wirklich sehen lassen. Du bist wirklich kein Grünschnabe mehr. Vielleicht sollte ich dich von nun an auch junger Meister nennen. Lass dich wieder bei uns sehen, ja? Ich habe bestimmt bald wieder einen Auftrag für dich. Du hast bestimmt einen Auftrag für mich. Erinnerst du dich an Shujun vom letzten Mal? Er war sehr beeindruckt von deinem Können. Jetzt will er doch tatsächlich selbst Fischer werden und ist sogar schon Gildenmitglied geworden. Er will Süßwasserfische aus einem Fluss essen, hat er gesagt. Kein Wunder, unter Seefahrern, die oft auf hoher See unterwegs sind, sind Süßwasserfische sehr gefragt, weil sie sie nur selten, wenn überhaupt, zu Gesicht bekommen. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Die Quirkin haben schlechte Angewohnheiten, einfach alles zu essen. Der Typ schaffte es bei seinem ersten Versuch nicht einmal, auch nur einen einzigen Fisch zu fangen. Und das nur, weil er unterwegs zum Meer schon alle Köder gegessen hatte. Da gibt es natürlich nur eine Lösung. Künstliche Köder. In denen wird selbst er sich die Zähne ausbeißen. Du als erfahrene Fischerin kannst es ihm doch bestimmt schmackhaft machen, mit künstlichen Ködern zu fischen, oder? Versuche eine Warmwasserforelle damit zu fangen. Das wird ihm zeigen, wie effektiv tief die künstlichen Köder sind. Alles, was nach einem Wurm auf dem Wasser aussieht, wird von der Warmwasserforelle gefressen. Benutze Krähenfliegen als Köder. Die machen sich in solchen Situationen sehr gut. Zieh damit 5 der Fische an Land und bring sie Chuchu. Was den besten Fischgrund angeht, kommt nur die Gegend um den Eichenwald im oberen Lanossee in Frage. Ich war selbst fast noch nie dort, aber man hört als Gildenmitglied natürlich viele Berichte anderer Fischer. Wenn ihr mal gescheit ziehen würdet, Schnabelgrün ist, würde ich sagen, fit Sauerstoff. Wahrscheinlich hat er seine Gründe. Oh. Oh. Einfach nein. Einfach nein. Jetzt ja gründlich. Und waren. Krähen, 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 Krähen. Oder habe ich die mitbekommen? Was waren das? Krähenfliegen, ne?
Nee, gibt's hier nicht. Gibt irgend so eine Landwirtschaftsvereinigung, wo die ersten Mitglieder sind. Was du nach? Krähenfliegen. Gibt es wirklich keine Krähenfliegen? Doch, da. Gefunden. Garantiert nicht. Abbrechen. Und dann mal wieder nach Bierhafen. Was noch zurück von dunkelgrün war und aus Algen bestand. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Tief ein- und aus. Einfach bis 13. Das ist das Beste. Der muss ganz tief sacken. Einfach nein. Einfach nein. Krähen fliegen. Wie viel brauche ich? 5. Ach, leck mich. Schweig still. Ich glaube, das wird Hybrids Lieblings-Alert. Mit einer davon. Reißen. Das ist so Mobbing. Pures Mobbing. Benris, der Hühn. Mach ich gleich, mach ich gleich. GZ auf jeden Fall. Komm schon, Fischi. Und das ist auch noch der falsche Fisch. Einen wunderschönen guten Abend dir. Huch, warum habe ich das doppelt offen? Egal. Erstmal den Wecker auf eine halbe Stunde gestellt, dass ich mein Wasser im Eisfach nicht vergesse. Ja, das wäre schlecht, ne? Das wäre weniger gut. Check. Mit allem Wasser gewaschen, Hecke. Wenn der Tag, lang, wenn du on bist im Lurk, hab fleißig Punkte gesammelt. Ah, sehr schön, sehr schön. Jo, perfekto. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Braves Fenris. Ich freue mich immer, wenn ihr im Glück seid. Aber ich freue mich auch, wenn ihr da seid. Also, aktiv da seid. Ich freue mich immer. Am meisten, wenn hier mein Fisch beißen würde. Boah, Alter, geht mir das gerade auf den Keks. So, hier hinten höre ich das Rattern von dem Ding nicht mehr. Was sagt eigentlich die Blase?
Blase sagt gar nichts mehr. Wegen dir war ich schon dreimal auf dem Klo heute. Na klar. So, okay, dann trinke ich jetzt den Wein. Juhu! Briefe sind da. Soll ich erstmal warten, bis ihr fertig seid? Sonst werde ich ins Bett haben morgen, Probetag, nur einen Job zu bekommen. Dann viel Erfolg morgen. Ich wollte gerade sagen, Vinian kennt heute nicht. Ich schreibe mir nur an. Ist klar, Masuna. Unmöglich. Unmöglich. Aber das weißt du, glaube ich, auch. Haustür zeige ich auch sofort. Boah, Alter, Leute. Na, wenigstens konnte ich meinen Energy ein bisschen genießen. So, jetzt gucke ich aber erstmal das Foto raus. Jum. Dann. Ich nehme wir den mal. Thank you.